Tja, lübt der Spot hier an der Sura noch. Klassischer Spot an der Sura, einer der wichtigsten Spots schon seit Jahren für Wildkarpfen, für Sterlets. Also, schauen wir doch mal rein, was denn hier so reingeht. Mitten am Tag hier. Auf Tauwurm stehe ich hier. An der Sura. Ja, wie gesagt, einer der absoluten Klassiker-Spots. Und auch das hier, das ist ja cool, dass das gerade passiert. Auch das hier erinnert mich an eine Situation von vor Jahren. Ich stehe hier mit viel zu feinem Setup. Genau hier. Und es hat sich gelöst. Da vorne ist eine Gewässerkante. Und es passiert regelmäßig, dass man mit einem gefangenen Fisch an dieser Gewässerkante hängen bleibt und dann drillt man da stundenlang. Oder man schnallt irgendwann, dass da eine Gewässerkante ist und der winzige 700 Gramm Störlet da gar nicht so mächtig dagegen gepumpt hat, sondern einfach nur hängen geblieben ist. Ja, wo sind wir hier? Wir sind hier an der Sura am 7,5 Meter Loch. Absoluter Klassiker. Vor Jahren schon auch immer wieder eine Stelle für Sterlettis, Alten. Also, raus damit mit den Ködern. Das Schöne ist, man kann hier einfach simpel mit einer einfachen Montage sich hinstellen, Tauwurm drauf tüdeln und gib ihm. Ich gehe gleich im Detail nochmal drauf ein. Ich baller jetzt gerade raus, so um die 50 Meter, 50 bis 55. Ich habe auf 55 Meter geklippt. Man kann hier recht weit auswerfen. Also ich sag mal so um die 50 Meter passt ganz gut, denn wir wollen ja hier in das 7,5 Meter Loch und das Ganze sinkt dann ja auch noch wieder ein bisschen runter oder treibt auch noch mal ein bisschen ab. Das heißt, ruhig ein bisschen mehr Schnur reinballern schadet nicht. Futtermische, ja, gerade in Verwendung. Man sieht das ganz schön. Ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier und habe aber auch schon vorher zwei andere Stellen getestet. Da wollte ich dann aber nicht länger stehen bleiben. Und hier ging es dann los mit Wildkarpfen, Wildkarpfen, Wildkarpfen. Dann kam hier gerade noch der erste kleine Sterlet. Und da habe ich gedacht, allen nicht schlecht, baller mal Sterlet-Futtermische rein. Und dann kam auch direkt die Veränderung. Nächsten paar kleinen Fischis. Dann kam auch schon direkt der erste maßige Wildi dazu. Wieder so eine Unterbrechung, wieder ein maßiger Wildi. Und dann ging das jetzt halt so ein bisschen los. Ne? So ein 2 Kilo Sterlet ist doch schon mal ganz nett. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie hier gerade oder wie das jetzt so weitergeht. Den Tag über Frequenz ist so lala. Also sie ballern mal so zwischendurch rein. Bisher noch nichts wahnsinnig Wildes oder sowas. Aber wie gesagt, wenn man mal Bock hat, so kleine Sterlets zu ziehen oder natürlich auch, ne, es kann auch passieren, dass hier ein Stör reingeht, russischer Stör, dann ist die Stelle hier gar nicht verkehrt. Wir gehen mal eben kurz auf Setup ein. So ist das Ganze hier gerade zusammengebaut. Ich bin natürlich mit den Carp-Routen hier auf 30 Kilo. Sollte man sich hier mit einer HSV hinstellen? Kann man machen, ist aber natürlich schon ein bisschen tricky. Also wenn du dir vorstellst, bist hier mit der HSV 15 Kilo, 17 Kilo, hast das Vorfach dementsprechend, kann das natürlich für sämtliche Sterlets ganz entspannt sein. Sobald da aber mal ein feister Wildkarpfen reingeht, dann kann das schon etwas wild werden. Mit einem 70 Gramm Blei kommt man ganz entspannt raus. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Ich lade so 45, 50% vielleicht nur auf. Und dann gib ihm richtig volles Met raus da, damit. Und ich komme halt auf diese 50 Meter. Ne? Also bis 45, bis Viertel vor sozusagen lade ich ungefähr auf. So, genau, Tauwurm drauf und dann Sterlet PVA. Auch da gucken wir eben rein. Wenn man das noch nicht herstellen kann, ist es, glaube ich, etwas tricky. Also man kann es natürlich versuchen, aber ihr habt ja gesehen, die Wildkarpfen, die kleinen unmaßigen, ist halt nicht so cool. Hier ist jetzt gerade Rapsamen, gehackte Würmer, Flusswandermuschel, Lehm, getrockneter Krill, Krabbe, Muschel,
Dip oder hier Soße, Aroma mit drin und gib ihm. Scheint ganz gut zu funktionieren. Kann man also machen. So, das ist die Kombi. Was kann man noch machen? Man kann auch mit Krill probieren. Gerne einfach mal das Gesamte auf kleine Grillpellets auslegen. Auch das, wie gesagt, durchaus möglich. Na, hat er gehakt oder nicht? Ist er abgeflutscht? Scheint abgeflutscht zu sein. Aber dafür geht hier einer rein. Sehr gut. Ich zuppel hier nochmal ein bisschen dran. Genau, das heißt, kleine so 14er, 12er, 14er Grill sinkend. Auch das kann man gerne mal versuchen. Zack. Jawohl. Ob da auch ein bisschen was funktioniert. Hat in der Vergangenheit früher immer mal wieder ganz gut funktioniert oder auch so in Richtung Muschel. Auch das natürlich durchaus eine Möglichkeit. Kaviar hatte ich jetzt ja vor einigen Wochen auch mal hier probiert. Habe ich jetzt hier aktuell noch nicht getestet. Kaviar, vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich ziehe mal jetzt so ein bisschen hoch, nicht, dass ich da schon wieder an der Kante hängen bleibe. Ja, wehrt sich doch ein bisschen. Aber da haben wir ihn den nächsten kleinen. Zack, 1, 3, 3, 7. Naja, nicht ganz. Sterlet, schön. So soll er aussehen. Perfekt. Oder gerne mal in groß. Würde ich auch gerne mal mitnehmen. Hab ich leider immer noch nicht. Also von daher wieder ausballern hier. Bäm. Volles Mett. Und dann geht er sogar hier in den Clip rein auf 55 Meter. Zack. Und ich ziehe auch gerade relativ durch mit, mit dem Futter. Durch die starke Strömung hier wird das auch relativ schnell weggespült. Und ich baller hier ordentlich rein gerade. Und wenn es gleich irgendwann vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Ich nutze das jetzt gerade so lange, wie es geht. Wenn es lübt, dann lübt es. Und wenn es gleich irgendwann vorbei ist, naja, dann ist es vorbei. Vielleicht habe ich ja die Chance, vielleicht habe ich ja das Glück, dass hier mal ein großer Sterlet reingeht oder sowas. Das wäre doch nicht so schlecht. Ja, das ist der Spot. Sollen wir mal nochmal kurz reingucken, was sie so bringen? Ich meine, kohlemäßig... Ist das jetzt noch nicht so, oder auch von den Größen, sind das jetzt noch nicht so die Oberburner? Aber ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break. Ich lasse noch mal so ein bisschen laufen, vielleicht so bis in die Abendstunden rein, ob sich da noch was tut. Und dann gucken wir gleich noch mal in den Kescher. Da ist er noch was. Da kommt doch noch einer ran, oder? Na? Doch jetzt. Ha. Also, geht doch noch einer rein hier. Kurz vor Mitternacht. Ich würde sagen, das ist der letzte, den wir jetzt hier noch rausziehen, wenn nicht noch was bimmelt. Und dann schauen wir nochmal eben rein. Zwei Brocken sind ausgeschlitzt, wobei richtige Brocken waren das auch nicht. Ungefähr so hier von der Spannung. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Also zwei sind leider flöten gegangen. Wieder einen Wildkarpfen. Also viele Wildkarpfen hier. Auch in nicht ganz so großer Größe. Und ich hoffe immer noch auf einen schönen Sterlet. Also im Mid-Level-Bereich die Chance auf Sterlet hier an der Sura. Wir gucken mal eben kurz in den Kescher. So, da ist er, der Fischmarkt. Also sortieren nach Preisen. Und da sehen wir es auch schon. Ja, ab 2 Kilo wird es wirklich interessant. Ne? 20 Tacken für so ein 2 Kilo Sterlet. Das schmeckt doch. Aber auch hier die Kandidaten. Wenn man mal so kleine Wildis in hoher Frequenz hat, dann ist das nicht so verkehrt. In der kurzen Zeit jetzt hier an der Stelle, naja, knappe 90 Silber, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also, ich gehe wieder zu dem Spot. Ich will mal gucken, ob da nicht noch ein bisschen was Dickeres rausgeht. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.